Jürgen, jetzt. Ah, alles geklärt. Jo. Jo, dann hol dir ruhig einen Anhänger voll hier raus. Hab genug produziert jetzt. Tankstellen ja, sind alle voll. Häng mal einen Rüssel rein. Ja. Gott, läuft. Jo, supi. Was kriegst du dafür? Passt schon. Ach so, ja, schick. Gut. Gut, dann danke ich dir recht schön. Hast du eigentlich die Pacht von dem Feld 81 jetzt schon gekriegt oder nicht? Ich meine nicht. Gut, dann sag nochmal an, was das war. Ich habe auch, das wird ja direkt auf Stadtkonto überwiesen. Nee. Ich dachte, das geht an dich. Und weil da ist ja deine Provision mit dabei. Ist komplett nur Steuer. Also komplett nur von dem. Da. Ach so. Ja, ich glaube, dann habe ich schon überwiesen. Oder? Was denkst du? Weiß ich nicht. Na komm, sag an. Ich habe es mit dir ausgehandelt. Denkst du, ich habe das an die Gemeinde schon überwiesen oder denkst du eher nicht? Ja, das weiß ich nicht. Ja, was denkst du denn? Kann ich aber nachprüfen lassen. Ja. Okay, mach mal. Jo. Gut. Passt dann erstmal. 29.990. Okay. Jo, dann. Ich bin der Meinung, ich habe schon überwiesen, wenn du dir da so unsicher bist. Kann ich nachprüfen lassen. Ja, dann prüf mal nach. Ja. Wenn nicht, ist so nicht schlimm, dann bezahlst du das nächste Woche. Gut. Dann nicht schlimm. Also, bis dann immer. Jo. Tschö. Alter, wie der es halt einfach nicht rafft, Alter. Der hat nichts gerafft. Meine Fresse, ey. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der irgendwas zahlen muss, dann werde ich ihm auch nicht aus der Patsche helfen. Das war knapp. Wie er es einfach nicht gerafft hat, ey. Hätte er gesagt, ja, ist schon bezahlt, wäre alles Balletti gewesen, ey. 30.000 Euro hätte ich mir gespart. Ja, fürs Strohabfahren muss ich natürlich auch noch zahlen. Ich hoffe mal, dass der bald fertig ist. Hätte ich gewusst, dass der Diesel umsonst ist, hätte ich gar nicht die Zugmaschine extra tanken müssen. Naja, egal. So, wir müssen auf jeden Fall 6.100 Euro Steuer zahlen für die Einnahmen der Ernte. Ich glaube, der ist fertig. Werde ich vielleicht gleich mal übers Feld rüber düngen. So. Nehmen wir den Dinger hier. Also warte mal, ich muss auch noch mal ins Tablet gucken, wie es mit dem anderen Feld aussieht. Machen wir gleich noch.
1500 Liter drin. Weil dann würde ich erst noch mal das andere Feld düngen. Ja. Gut, dann machen wir das nämlich zuerst. Den Ertrag noch ein bisschen steigern. Hallo. Jo, was los? Ja, ich glaube, Ihr Silo, also ihr beziehungsweise Ihr Heulager ist voll. Brauchen Sie jetzt noch den Rest? Ich kann mal eben gucken, wie viele Liter drin sind. 25.508 Liter sind gerade noch drin. Moment. Sonst würde ich Ihnen das abkaufen, wenn Sie es nicht brauchen. Nee, wissen Sie, wo das Sägewerk ist? Ja. Dann fahren Sie es dahin zu den Hackschnitzeln rein. Okay, das mache ich. Gut, danke. Tschö. Jo, tschö. Stroh abkaufen. Davon habe ich nichts. Es kostet so wenig. Das lohnt sich nicht. Da verbrenne ich das lieber im Sägewerk. Meinen anderen Grund hat das auch nicht, dass ich das Stroh habe einsammeln lassen. Kann ich da oben nämlich mit Scheiße. Mist, 700 Euro geblecht. Kann ich da oben nämlich mit Stroh befeuern? Und kann die Hackschnitzel rein für irgendwelche anderen Produktionen nutzen. Der ist eigentlich ganz geschickt. So, gucken wir mal, wo es hier reingeht. Ist gut, der davon fährt auch gerade drüber. In Folge stehen wir unauffällig. Bin aber anscheinend ein bisschen schneller wie er. Ein bisschen arg viel schneller. Fahr ich hier Längsbahn. Natürlich die Frage, wie lange der Dünger reicht. Wahrscheinlich nicht fürs ganze Feld. Alter Falter. Volker Varuna, hallo? Ja, ich habe jetzt alles zum Sägewerk gebracht. Jo. Die Rechnung für das Abfahren wird Ihnen dann, sag ich mal, nächste Woche, glaube ich, zugeschickt. Jo, soll mir recht sein. Wie viele Fuhren waren es denn? Das waren 4 Fuhren jetzt. Okay, also 800 plus oder ohne Steuer?
Besprechen das einfach mit meinem Chef, der macht immer hier Finanzen und etc. Ich Okay. bin nur der Arbeiter. Ja, einen Dummen muss es geben. Ja, so, dann Rechnung wird Ihnen zugeschickt. Jo, danke schön für die Arbeit. Tschö. Tschö. Gut, haben wir das auf jeden Fall erledigt. Könnte vielleicht doch fürs Feld reichen. Schauen wir mal. Der Fender drüben, der ist schon ziemlich langsam. Gerade überlegt, ob ich das jetzt doppelt düngen kann, wenn ich nochmal über die Herbizide drüber düngen, aber es sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Action hier auf dem Feld gerade. Eieiei, was ist noch los? Um das alles noch tutti zu kriegen hier. Ach, GPS wäre ganz interessant. Dann würde man die Bahnen besser treffen. Muss ich nicht immer nachgucken. Volker, warum? Na, hallo? Hallo, Trisser hier. Hallo. Ich wollte fragen, ob Sie inzwischen wieder Holzkohle haben. Gute Frage, nächste Frage. Muss ich gerade mal nachgucken? Moment. Bin gerade auf dem Feld, wissen Sie. Ja. Holzkohle. Ja, ich fahre gerade ein bisschen Wasser, deswegen wollte ich gleich mal nachfragen. Vier Paletten. Ah, okay, ja, das rentiert sich, glaube ich, noch nicht richtig. Nee. Haben Sie schon alles verfeuert oder wie? Boah, wir haben 120.000 Liter Wasser jetzt, das wird jetzt alles runtergefahren und dann kann das wieder produzieren. Ja, das ist ja gut. Okay. Ist ja lebensnotwendiger Rohstoff, Sie brauchen es ja, glaube ich, selber auch. Ja, klar. Kartonproduktion, Ah. Papier. Soll ich mich bei Ihnen melden, wenn ich wieder eine gewisse Anzahl habe? Ja, am besten so 8 Paletten würde ich sagen. Die passen ja, glaube ich, drauf, dann muss man nicht doppelt stapeln. Genau, 8 Paletten war kein Problem. No, nur dann machen wir das so ab 8 Paletten. Gut, dann. Wie schaut es denn aus? Haben Sie denn noch mehr Bedarf oder passt es gerade so? Das ist in Ordnung so, also im Moment.
Produzieren wir mehr als, glaube ich, gebraucht wird, so wie ich das mitbekommen habe. Okay, ja, dann passt ja. Gut, wenn Sie mal merken, dass es eng wird von der Menge, die Sie produzieren, also wenn Sie ein bisschen mehr Bedarf haben, dann melden Sie sich. Dann ja, ich glaube, Holzscheite gehen ja auch. Genau, dann werde ich gucken, dass ich mich da noch ein bisschen erweitere. Jo. Dass ich die Nachfrage auch decken kann. Genau, dann machen wir das so. Gut, Dankeschön. Ach so, und was ich vergessen habe, der Herr Richter, der darf im Moment kein Auto fahren. Also falls Sie den im Auto sehen, bitte anrufen, weil der ist nicht mehr im Besitz seines Führerscheins. Jo, ist mir schon bekannt, der Herr Neumann hat mich schon angerufen. Ah, sehr gut. Ja, der muss sich bei Ihnen dann irgendwann im Laufe des Tages noch melden, wegen einer Nachprüfung. Bis jetzt hat er es noch nicht getan, bin mal gespannt. Ja, der ist gerade wegen irgendeiner Durchsuchung beschäftigt, hat er mitgeteilt. Okay. Ja, hoffentlich nicht im Auto. Nee, ich hab dann abgesetzt. Okay. Jo, servus. Gut, bis dann mal. Tschüss. Vielleicht kriege ich sogar hin, dass ich doch nochmal dünnen kann. Kann man Neumann anrufen? Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, servus. Hast du Dünger auf Vorrat? Feststoffdünger. Feststoff? Jo. In der Produktion ist auf jeden Fall was, aber ich guck mal kurz in mein Lager. In der Produktion wäre mir auch recht, ist ein bisschen näher. Wie viel willst du denn? Was geht in den Düngestreuer? 3,1 glaube ich, so 2900. 2900? Jo. Ja, kam, ist eigentlich egal, kannst auch Düngerproduktion. Gut, dann fahre ich dahin. Jo. Ist da dann jemand da zum Ausladen oder zum Einladen? Oder soll ich einfach einen Hebel ziehen? Kannst du einfach den Hebel ziehen. Ich vertraue dir mal. Jo, ich sag dir dann, wie viel reinging. Jo. Gut, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gut. Dann fahre ich jetzt mal zur Düngerproduktion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.